So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Das letzte Mal haben wir, wenn ich mich jetzt nicht täusche, den Granithöhlen-Meteoritenstein-Brocken-Blub geholt, gegen Amalia gekämpft und haben sie hier nochmal getroffen. Oder? War das alles im letzten Part oder war das schon in den vorigen zwei? Ach, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir jetzt den Auftrag bekommen, zu den Meteoritenfällen zu gehen. Glaube ich. Ne? Meinst du nicht auch, Kindchen? Jawohl. Genau meine Meinung. Jetzt stelle ich mich noch hier vor die Rakete und hebe ab. Weil Rakete. Dun, dun. Mag die Musik. So, achso, es wurden wundersame Orte entdeckt. Da wollte ich noch kurz gucken, dass ich die mal abgrase. Oh! Okay. Eine Cress-Insel. Huch! Was mache ich denn jetzt mit der? Die kann ich doch jetzt nicht abgrasen. Na gut, ich fliege erstmal zu den Meteoritenfällen, whatever. Da oben ist noch eine Wunderinsel. Die ist sowieso in der Nähe, da wollte ich sowieso hin. Ein Wunderwald. Ein wunderlicher Wunderwald. Moment, aber wenn ich auf die Sichelinsel kann, da ist doch auch noch irgendwo ein Item. Glaube ich. Ja, ich muss gucken. Da ist nix, da ist nix. Ein Illuminip, mal wieder. Und da unten ist wahrscheinlich auch nichts. Nö. Gut, dann fliege ich doch nochmal gerade zur Sichelinsel, glaube ich. Huh. Just because I can, würde ich sagen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich kann doch nicht auf der Sichelinsel bleiben. Crest resetten und so. Ha 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 ha. Ups. Nein. Flop. Und landen bitte. Wäre cool, wenn man auch eine Neumondinsel finden könnte. Das wäre lustig. Definitiv. Sichelinsel. Eine friedliche Stimmung macht sich breit. Mhm. Happy, happy, go lucky. So, da ist Cress. Und da ist ein Item. Ein Sternenstaub. Jawohl. Nehme ich, nehme ich. Nom, 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 nom. Ich werde kurz mal speichern und werde zumindest Cress begrüßen. Und dann halt resetten. Wenn es eventuell ganz rein zufällig shiny ist, kann ich es auch direkt fangen. Schwumps. Oh, kein Shiny. Zu doof. So. Hallo, Cress. Und, tschüss, Cress. Ich resette gerade mal schnell. Ach ja. So kann's gehen. Wow, dauert das lange mit dem Soft Reset. So. 24, 39 Spielzeit. Ich bin gut dabei. So, und tschüss, Cress. Ich gehe dann mal wieder. Jetzt muss ich wieder ans andere Ende der Welt fliegen, weil ich doof bin. Ach, halt, Moment. Wenn ich schon mal auf dem Weg bin, mache ich noch einen kleinen Zwischenstopp in Malvenfroh. Da kann ich nämlich auch noch was tun. Fällt mir gerade so auf. Da, 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 da. So, erstmal kann ich nämlich hier mit Monsieur le Händler. Ja, komm. Die Firma dankt. Ja, aber wenn du irgendwas davon haben willst. Ich hätte gerne den Reifen. Und du kriegst dafür einen Trank. Ja, haha, ich habe keinen Trank. Ich hätte gerne einen Reifen. Und du kriegst dafür einen Pokéball. Aha, ja.
Badam. Ich habe einen Reifen gekriegt. Yay. Und noch eine O-Kraft. Inkognito-Kraft 1. Sag mir schon, ich will nochmal handeln. Ja, bitte. Kann ich wieder das Gleiche? Jawohl. Dann hätte ich gerne noch die Zwirrlichtpuppe. Nein. Ach, ihr habt doch keine Tränke. So, Zwirrlichtpuppe. Pokéball. Jawohl. Und du hast noch eine O-Kraft für mich. Dankeschön. Schnäppchenkraft Level 1. Auch äußerst nützlich. Und er haut ab. Ach übrigens, solltest du demnächst einen Kollegen begegnen. Er ist auf der Suche nach starken Trainern. Okay. Wie stark ist denn der Kollege, der auf der Suche nach starken Trainern ist? So. Ich speichere mal lieber für den Fall, dass ich... Gut, für den Fall, dass ich den Kampf verlieren sollte, bin ich direkt im Pokécenter. Da sehen die natürlich auch... Ah ne, darf ich eine Geschichte erzählen? Sie handelt von einem legendären Trainer. Ja, das ist die Geschichte eines Trainers namens Mike. Mike war ein sehr vorsichtiger Trainer und so kam es, dass er im Laufe seines Abenteuers bereits 92 Mal das Spiel gespeichert hat. 228 Kämpfe hatte Mike bereits ausgefochten. Er ging keinem Kampf aus dem Weg, aber das ist noch nicht alles. Doch, ich bin doch schon mehrmals geflüchtet, oder nicht? Zweimal, also, natürlich unter dem Vorwand, sein Team heilen zu wollen. In Wirklichkeit plagt ihn jedoch schreckliches Heimweh, natürlich. Drei Fahrten mit der Seilbahn. Geht drunter und drüber. Besaß ein Itemradar. 45 Mal gebraucht vom Item. Schatzsuche zu gehen. Die Legende von Mike ist so faszinierend, dass ich beim Erzählen immer die Zeit vergesse. Was sagst du da? Du bist der berühmte Mike höchstpersönlich? Wow, der legendäre Trainer direkt vor meiner Nase. Darf ich dir als größter Fan diese O-Kraft anbieten? Ja, dankeschön. AP-Heilkraft. Sehr cool. Aha. Ah, okay. Wir dürfen ihn jetzt in seiner Residenz, in seinem Apartment, in der Residenz Melvenfroh besuchen. Hallo, Walter. Hi, na? Oh, Mike. Gut, dass ich dich hier treffe. Ha, hier, sieh dir das mal an. Das ist das Prismatürmchen, das Wahrzeichen von Walter von Froh City. Dieses Türmchen ist übrigens nicht nur zum Schmuck da, nein, es übt eine extrem wichtige Funktion aus. Das Prismatürmchen bewacht nämlich einen Ort namens Neu-Malvenfroh, nicht weit von hier. Siehst du dieses Licht hier? Das zeigt an, dass in Neu-Malvenfroh möglicherweise irgendetwas Ungewöhnliches vorgeht. Mhm. Da kommst du ins Spiel, Mike. Ich möchte dich um etwas bitten. Aber verlegen wir unser Gespräch doch zu mir nach Hause, da ist es gemütlicher. Residenz Malvenfroh, erster Stock, Sicherheitspersonal, du kommst, also hüpf im Erdgeschoss in den Fahrstuhl. Ich weiß, du bist bestimmt schwer beschäftigt. Aber ich zähle auf deine Hilfe, Mike. Mhm. Ja, alles klar. Mach mal. Go, go. Aber erstmal. Nee, okay. Ich dachte, hier kommt noch irgendwas, irgendwer. Aber wenn wir jetzt in die Residenz Neu-Malvenfroh gehen können. Dann kann ich auch mal den O-Power, den O-Kraft-Kauz, den komischen da besuchen, der mich eben eingeladen hat. Betreten Sie den Aufzug. Ich möchte gerne in den ersten Stock, als hätte ich eine große Auswahl. So. Hier können wir nämlich auch so ein bisschen was abgrasen. Mal gucken. Erstmal wollen wir hier auf den Balkon gehen, denn da liegt ein schönes Item rum. TM 89, Kehrtwende. Wuhu! Die könnte Libeldra beibringen, eigentlich. Theoretisch, statt Flammenwurf. Dann wäre ich weniger mixed, aber mehr physisch. Ich bin nur ein Langweiler, ein völlig kraftloser Langweiler. Warum sprichst du mich überhaupt erst an? Ich werde dir sowieso nur langweilen. Ja, ist ja gut, dann gehe ich halt wieder. Wenn dir so langweilig ist... So. Er gehört da drin. Wie lange willst du eigentlich noch auf Pump hier wohnen? Zahl endlich deine Miete oder all dein Hab und Gut wandert inklusive Pokémon ins Wanderhaus. Ich bin nicht zu Hause. Geh weg. Oh, wenn das so ist, dann gehe ich eben wieder. Na, Moment mal. Wie kann es sein, dass der Kerl mir antwortet, wenn er gar nicht zu Hause ist? Hey, du da drin. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Verflixt dich, alter Dummkopf. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es wird nie wieder vorkommen. Du hängst nicht nur ein, sondern gleich zwei Monate mit dem Mieter hinterher. Entweder wir gehen jetzt rein und bereden die Sache wie Erwachsene oder ich vergesse mich. Okay.
kann ich hinterherkommen? Nein? Okay, dann halt nicht. So, wer wohnt denn hier? Ist das überhaupt von Relevanz? Nein, da wohnt niemand. Okay, dann ist es nicht von Relevanz. Ich bin im echten Onkel. Bla bla. Geschichtenerzähler, mein Wunsch ist... Kennst du jemanden, der Interesse hätte? Ja. Wer hätte das gedacht? Es gibt gleich gegenüber jemanden, der unserer Kräfte bedarf. Das ist der Anfang einer wunderbaren Geschichte. Könntest du diese Person herbringen? Aber der ist so langweilig, der will doch gar nicht mit hier rüber, oder? Mensch. So, Mr. Langweiler. Wie bitte? Du willst, dass ich mit dir komme? Was? Gleich 5 Leute verlangen nach mir? Was wollen die bloß von mir? Aber gut, dann komme ich eben mit. Mir war sowieso gerade langweilig. So wie immer, also. Wer seid ihr? Ich bin der Märchenonkel. Ich heiße Schokolade. Trendweg. The Wood? Ich bin der Bade. Ich bin der Händler. Hehe, und ich bin der Geschichtenerzähler. Darf ich nach deinem Namen fragen? Ich habe keinen Namen. Wenn ich einen hätte, dann habe ich ihn vor Urzeiten vergessen. Ich bin ein unbeschriebenes Glatt. Glatt? Blatt. Ein Irgendwer. Das trifft sich ganz ausgezeichnet. Hättest du nicht Interesse daran, die Kraft von uns 5 in Empfang zu nehmen? Eure Kräfte? Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du da redest. Und überhaupt, wohnt ihr hier etwa alle zusammen? Wer in der Wald seid ihr überhaupt? Das ist nicht weiter von Bedeutung. Wichtig ist nur, dass wir uns gefunden haben. Aber hallo, das ist Astrein. Nun hör gut zu. Wir 5 Käuze haben die Hohenregion bis heute mit Urkräften, Träumen und Hoffnung versorgt. Aber wir sind leider nicht mehr die Jüngsten. Wir denken schon längere Zeit darüber nach, in Ruhestand zu gehen. Deshalb sind wir auf der Suche nach einem Nachfolger. Und da kommst du ins Spiel. Wir bestehen darauf, dass du unsere Nachfolger antrittst. Das kommt gar nicht in Frage. Ach komm schon. Du wirst vor Kraft nur so überschäumen. Dich erwartet ein ganz neues Leben. Das ist ein einmaliges Angebot. Bitte, tu der Welt den Gefallen. Teile mit allen da draußen die Urkraft. Das ist eine echt schwierige Entscheidung. Ach was, die Sache ist doch sonnenklar. Du nimmst das Angebot an. Was auch sonst. Entspann dich und nimm die Kraft einfach an. Nimm einfach die Kraft, die wir dir zukommen lassen, in dir auf. Sind alle bereit? Ist es nicht toll, sich gegenseitig zu helfen? Danke für deine Hilfe. Alles klar, es geht los. Okay. Ich wünschte, ich könnte die Welt reisen und überall, wo ich Halt mache, den Sonnenuntergang genießen. Bitte besuche alle möglichen Regionen. Wegwahrer. What? Es ist alles bereit. Und ab dafür. Tschüssikowski und bis bald, Rian. Hä? Ja. Miep. Höre er mir zu. Urkräfte sind Kunst. Wenn du den Leuten dieser Welt unsere Urkräfte anbietest, schenken sie dir im Tausch ein Lächeln. Einen besseren Handel kann ich mir nicht vorstellen. Schreibe deine eigene großartige Geschichte. Du erreichst jetzt das maximale Kraftniveau. Hi. Fantastisch. Mich durchfließt eine unglaubliche Kraft. Ich kann ganz deutlich das Band der Freundschaft zwischen den Käuzen spüren. Ihr miteinander. Wow, ich fühle mich wie neugeboren. Hey, altes Haus, ich bin der Hüter der Urkraft. Mein Name? Mr. Miteinander. Wie wär's mit einer kleinen Kotzprobe meiner neu erwachten Kräfte? Ganz genau. In diesem Sinne empfange meine Kraft. Mehr miteinander. Brutkraft! Juhu! Endlich. Brennen auf Globus, Urkräfte. In diesem Sinne werde ich mich langsam... Vielleicht trifft man sich ja irgendwo wieder. Who knows? Mr. Miteinander. Die Entstehungsgeschichte. Aber irgendwie soll das hier doch eigentlich zeitlich... nach Carlos spielen? Oder so? Du bist ja ein Trainer, stimmt's? Ich hab hier was für dich. Hier, Schlapponit. Cool. So. Mit den Schulden, Mega-Entwicklung, bla. Aber hier war doch noch irgendwer, der mir was schenkt, oder? Mein Traum, Mr. Albtraum. Na, okay. Oh, das ist Walters Residenz. Da wollte ich noch nicht hin. Da
Das ist zu. Da ist auch zu. Da nicht. Bam, bam, badam, bam, bam, badada. Auf irgendeinem Balkon war noch was. Ich weiß noch nicht, auf welchem. Hier steht ein Kerl. Residenz mal vom Vorbewohner. Alles klar. Der Bewohner. Oder so. Jetzt mache ich ja doch nicht hier Delta-Story weiter. In der Pampa hörte Walter. Fackel die Organisation, Mieten zurückgezogen und bla. Okay. Not really important. Importante. Zertrümmerer, rissige Felsen. Damit kannst du rissige Felsen zerbröseln, die auf deinem Wegen. Ach, ja, verflixt. Ja, okay. Da, 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 da. Ganz viel Blabla. Mein Kollege träumt davon, irgendwann mal die Welt einem Trainer über Text, den er sich für den Moment überlegt hat, damit er im Ernstfall nicht verhaspelt. Hat er aber doch gerade schon getan. Was kann der denn eigentlich? Oh, hi. Einmal wolltest du Bummels einladen. Wir sehen nämlich nach Gesellschaft. Ja, gut. Bummels! Yeah! Das ist so niedlich. So verschlafen. Gut, Letarking ist jetzt nicht mehr so niedlich, aber trotzdem noch genauso verschlafen. Da ist nix, da ist auch nix. Wir fühlen uns ein bisschen einsam, ja gut. Die Apartments hier sind auch nicht gerade klein. Ist hier vielleicht noch ein... Hi. Meine Oma war früher sehr stark, sie Reihe um Schreck bekannt war, aber seit Opa tot ist sie nicht mehr selber. Die Bürger aus der Nachbarschaft nennen sie hinterm Rücken schon die Rührum-Omi, aha. Was willst du von mir? Willst du etwa einen Reikam? Ja, warum nicht? Ich habe keine Lust, ich habe einfach keine Lust. Ich will doch nur meine Ruhe, es tut mir schrecklich leid, aber bitte geh wieder. Aber Omi, willst du deinen Besuch einfach so vor die Tür setzen? Komm, gib dir einen Ruck und kämpf gegen ihn, ich bin mir sicher, es wird dir gut tun. Wenn es denn sein muss. Aber meiner süßen Enkelin kann ich einfach keinen Wunsch abschlagen, egal wie viel Arbeit das für mich bedeutet. Ja. Hallo, Frau Reihum. Fräulein Reihum Kampf 3, Dreher. Veggie-Cheater, Grill-Cheater und Soda-Cheater. Na super. Ich würde sagen, das ist ein ganz klarer Fall von Mondgewalt. Ach kacke, natürlich kommt Grillcheater nach vorne. Ich hätte einfach Psychoschock machen sollen und dann wäre es gelaufen. Bam, bam, bam. Das hätte gegen Wunderkarpf ziemlich böse ausgehen können. Und es wird nicht reichen. Ja, sag ich doch. Na gut, dann mache ich halt den Rest mit Psychoschock, meine Güte. So, stirb! Legicita! Die, Potato! Dankeschön. So. More Psychoschock! Jawohl! Und... Even more Psy-Shock. Dankeschön. Und tschüss. Ba-ba-ba-dam. Level 48. Dachte ich mir doch, das passiert. Du schlägst, das schlägt ganz schön aufs Gemüt. Aha. Ja, du hast halt auch nur schlechte Viecher. Wenn ich das mal so sagen darf. Ah, sind wir jetzt endlich fertig? Ich bin total kaputt. Hier, ja, das für dich als Zeichen, dass du meiner... Ja, ein Elixier. Okay. Jetzt nicht. Ich habe die Nase voll für heute. Ich brauche meine Ruhe, also verschwinde. Ja, gut. Für heute. Ha. Zeit, ne? Vergiss nicht, dass mehr als einen Kampf pro Tag solltest du dir nicht zumuten. Ja, gut. Dann kann ich hier also täglich einen Reihumkampf machen. Oh, ein Fritzelblitz. Ach, schön. So, hier ging es nicht rein, oder? Nein. Ging es hier rein? Nein. Da aber. Ha. Ist hier vielleicht noch ein Balkon?
Nee, kein offener. Grafikpanzettel. Band des Niederschlags. Okay. Okay. Ein Band. Was gibst du mir? Oh, dein Libeltraun, du. Ihr versteht euch gut. Na, wie sieht's aus? Ja, wie sieht's denn aus? Weiß ich nicht, musst du mir sagen. So, gibt's noch... Nein, es gibt keine Wohnungen mehr, die ich noch anschauen kann. Gut. Dann... Stelle ich mich noch hier hin. Und würde sagen, hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn dann und see ya!